Aufregung im politischen Berlin. Nach Informationen der Welt am Sonntag wächst in den deutschen Sicherheitsbehörden die Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vor allem der Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt, der Bundesnachrichtendienst und die Bundespolizei haben demnach erhebliche Sorgen um die innere Sicherheit der Bundesrepublik. Die Flüchtlingswelle werde zur Instabilität unseres Landes führen, so ein mit Sicherheitsfragen vertrauter Spitzenbeamter. Die Zuwanderung sei aufgezwungen, die bürgerliche Mitte radikalisiere sich, es drohe eine Abkehr vom Verfassungsstaat. Ein 10-Punkte-Plan zur Lösung der Flüchtlingskrise, entworfen vom ehemaligen BND-Chef August Hanning, kursiert in Berlin. Vorgesehen darin ist als erster Punkt eine Erklärung der Bundeskanzlerin, dass die Aufnahmekapazitäten bis auf Weiteres erschöpft seien und Deutschland keine zusätzlichen Migranten mehr aufnehmen könne.